Moin moin meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren Chaos Ja, Time. Mama. Mein Name ist Scrum. Und kommen wir erstmal zu meinen Mitstreitern. Da haben wir einmal Mö. Das Hi. genau ist der Moment, wo du Hallo sagst. Johnson. Hi. Und Susi. Hallo. Und heute, es ist gerade noch das Event. Es ist quasi schon fast vorbei, aber noch ist es da. Und ja, wir wollten einmal kurz zeigen, wie man denn am besten den Clan Erfolg macht, dass man halt im Endeffekt reingeht und so viele Punkte wie möglich aus einer Mission rausholt für den Erfolg. Und ja, dann noch einmal kurz, wie man am besten den zweiten Part, den Ambulas bla zerstören bla macht. Ja, dafür habe ich erstmal einen Loki auf Radial Blind. Quatsch, Radial Blind. Radiale Entwaffnung. Radiale Entwaffnung. Radial Entwaffnung. Mhm. Hier sind Mods. Nicht der beste, aber immerhin ein akzeptabler Aufbau. Warum werdet ihr gleich sehen? Johnson hat Nessa dabei. Susi hat Rhino. Einfach für warum auch nicht. Und Mö schmeißt uns mit Energie zu, wenn er drin hängt. Ey. Als ob ich euch je vergessen würde. Raid. So, für das Ganze gehen wir auf Pluto nach. Wo ist das? Outer Terminus. In die Verteidigung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach Accepto. Gleich mal drin. Ja, Theorie. Nee, Link. Nee. Start. Okay. Link starto. Mission beginnt. Ziel ist es. Es kommen die Ambulas, die müssen wir töten und hacken. Und dafür kriegen wir dann Punkte. Je höher das Level der Mission ist, oder beziehungsweise des Ambulas, desto mehr Punkte gibt er. Deswegen nehmen wir diese Mission hier. Darf ich kurz einwerfen? Ab Level 41. 44. Ab Level 44 gibt er 6 Punkte pro Hacken. Loki und sowas hat leider keinen. Loki, sag ich. Entschuldigung. Necros hat leider keinen Sinn, weil das Ding nur Punkte fallen lässt, wenn man. Hey. Genauso haben auch die Ressourcenbooster keinen Effekt darauf, also muss man damit gar nicht erst anfangen. Und der kommt alle 4,5-5 Minuten. Und deswegen wird unsere Taktik sein, in der ersten Welle einfach alles töten. Wild, wie wir sind. Rar. Warten, bis er kommt. In der zweiten Welle, beziehungsweise ab der zweiten Welle, fangen wir an, einfach nur noch die zu entwaffnen. Das heißt jetzt, ne, Mö, Susi, nichts mehr töten. Und, okay. Halten das dann im Endeffekt so, dass wir pro Runde einen Ambulas hacken, damit das Level nicht zu schnell zu hoch geht, weil irgendwann ist man dann... Sind die so hoch im Level, die Ambulas und auch die Gegner, dass das einfach nur noch unnötig schwer wird. Und ja, schneller vorankommt man nicht, weil wie gesagt, das ist zeitabhängig, wann der Ambulas kommt. Das war vorher nicht so, vorher war das rundenabhängig, aber das haben sie halt geändert. Erster Ambulas ist tot. Wo ist der erste Ambulas? Der spawnt auf dieser Map immer hier oben. Er gibt gut Energie. Oh, das wäre doch nicht so verkehrt gewesen. Ne? An sich nicht. Doch, so. Keine Energie. Wir haben den Ambulas gehackt, wir könnten den Rest töten. Ja. Und dann geht's dann in die nächste Runde. Da müssen wir ein bisschen länger warten, weil Ambulas war ja gerade jetzt erst da. Ja, Hündchen, folgt mir mal. Die Mesa hat den Auftrag, im Endeffekt sich endlich um den Ambulas. Einfach nur um den Ambulas zu kümmern und danach Chrome, um die Gegner. Komm mal her. Du willst doch Energie haben. Aber ich hab doch noch. Kommst du doch einfach zu mir, wie wäre das denn? Aber ich bin bei den Gegnern. Ja, dann später, also ich meine, noch kriegen wir die auch so down, den Ambulas, aber später wird das halt ein bisschen unangenehm. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Und führen unsere Taktik so weiter. Ja, warte, den zweiten Ambulas. Ah nein, Quatsch, den zweiten Ambulas brauchen wir auch nicht zeigen. Doch, aber den zweiten können wir ruhig noch mitnehmen. Würde ich sagen. Aber da schneide ich auch schon mal ein kleines Stück bis zum zweiten. Okay.
Ach, dazu sollte eventuell noch gesagt sein, es gibt auch nur einen pro Runde. Das heißt, jetzt einfach nur die zweite Welle bis auf die Ewigkeit hinauszögern, wird uns nicht viel bringen. Das hier ist auch nicht die optimalste Map dafür. Das ist in der Tat. Torinos hat 5 Auslegungen für die Maps. Ach, da ist es. Da kommt der zweite, damit man das auch nochmal sieht. Da kommt er mit dem Schiff an. Wo fliegt der hin? Der fliegt eine komplette Runde. Oh, interessant. Da sind jetzt auch noch Gegner dran. Waren. Geschütze und bla. Achso, ja, die hat Johnson schon als Mesa abgeschossen. Interessant, ich kann dann nicht mal oben an den Dropship töten mit der Mesa. Interessant, indeed. Ja, aber kann ich als Loki hab da hinten auch eigentlich nichts verloren, außer einzusammeln der Punkte. Die nachher. 5 Punkte. Ja. Na okay, mit dem Zaubertrank vielleicht, aber. Ich habe Klingen aus Galgen. Das Problem ist, ich muss alle 5 Minuten Wildschwein damit schneiden, anders sind sie unzufrieden. Ich hab dich gesammelt, Junge. Das könnte wunderbar eine Borderlands-Waffe sein. Anders sind sie unzufrieden, in der Tat. Also kriegst du sonst die ganze Zeit irgendwie. Fängt dann an zu heulen, so wie Bane, bis du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Skags oder so damit abschießt und dann sind sie erstmal für 5 Minuten zufrieden. Mit einem Skag! Tu es! Nein! Tu es! Selbst wenn du sie einfach nur im Inventar hast, labern sie dich voll. Ja, Ambulas ist da. Ja, das hab ich auch gerade bemerkt. Und er hält sein Beinchen hoch! Ja! Was war das denn für ein Bug? Das war kein Bug, das ist eine Attacke. Und dann mit dem Stomp. Der stampft 3-mal. Erster Stampf, zweiter Stampf, 5 Minuten aufladen, ja. Dritter Stampf, der tötet dich. Nein, so lange hat er vorhin aber auch nicht aufgeladen. Ja, das war gestampft. Ja. Und ich hatte ihn gerade in meinem Stampfer, deswegen vielleicht. Das klingt logischer. Es ist nur noch ein Crewman am Leben. Und der hier. Nevermind. Wir haben alle nur geschlafen. Wir haben sich nur kurz ausgeruht. War mir so unübersichtlich. Nee. Der letzte Mob ist eine. Ist noch mal ein Strahl. Ist keine Drohne, ist ein Rappel. Schieß doch. Sicher? Oh, das wird sicher. Meine Hand leuchtet. Aber letzter Mob ist die Schilddrohne. Und zwar, also wenn du die anpustest, ist sie tot. Quatsch. Geh weg da. Ja. Die soll mal mit dem Pott kuscheln. Ein bisschen kämpfen. Ja. Pass auf, am Schluss hat sie die Erkenntnis. Eigentlich wollte ich ja schon immer eine Oxygendrohne sein. Ja, dann kann die aber auch nicht. Achso, und jagt sich selbst in die Luft. Die fliegt so rein und explodiert. Und dann ist die Runde vorbei. Das Schiff ist da. Ich gehe und das Schiff kommt. Was ist denn das für eine Heckmeck? Für eine Heckmeck? Für ein Heckmeck. Für eine Kacke. Für ein Mist. Ah. Fuck! Was ist das denn gewesen gerade? Ich hatte jetzt schon Schiss, dass der einfach da oben bleibt. Nee. Das passt so. Top. Was? Ist tot. Er hat einen Google-Magnet gemacht, ne? Ja, das war das, was mich gerade so. Hacken Schley. Alle aufsammeln! Nee, das Ding hat ja noch nicht kaputt. Nö, kommst du? Mit aufsammeln? Moment, so.
Hab ich. Alles klar. Durch den Boden. GG. Go, go! Go, go, Power Ranger. Hier war gerade noch was, oder? Ach, erstmal. Und so macht Bleib man Sägespäne. Nein, Johnson, was? Wir machen nicht keine 30. Ja, Johnson, mach mal. Dann schauen wir doch mal hin. So macht man Sägespäne. So macht man Sägespäne. Wie viel haben wir jetzt? 136, eigentlich 142. Aber einmal haben wir aus Versehen die Welle zu früh getötet. Verflucht, ich hätte 7 Gegner mehr töten müssen. Wofür? Und wie lange haben wir dafür gebraucht? Irgendwie um die 2 Stunden. 30 Elite. 1 Stunde 42, 27. Hab ich doch gesagt. Das ist der Weg, wie man das halt quasi so viel in einer Mission wie möglich macht. Um viele zu kriegen in relativ kurzer Zeit. Mag es noch weiter. Mehr sind, ja, man kann auch, ja, wir sind jetzt einfach, wir haben einfach keine Lust mehr. Das Schwierigste an der ganzen Sache ist erstmal die anfängliche Langeweile zu überwinden, weil man die Gegner nicht töten darf. Und so, das ist halt schon irgendwo anstrengend irgendwann. Ja, aber wenn man einfach nur viele in kurzer Zeit machen will, dann kann man am besten, wo war es denn hier jetzt? Die Auslöschung auf Pluto zum Bleistift machen, oder wem es lieber gefällt, die Rettung. Ja, ist halt, was die eigenen Präferenzen gibt. Leider gibt es auf Pluto keine Gefangennahme, bei der das funktioniert. Man kann natürlich auch Gefangennahme auf einem anderen Planeten machen, da gibt es dann aber weniger Punkte, wenn der Amulus auf einem geringeren Level ist. Also, ja, muss man das für sich wissen. So, und wir machen jetzt gleich noch den, wir zerstören den Animo-Prozessor, zeigen mal, wie man das machen kann. Bis gleich.